Hallo Freunde. Als Benita und Roy Ehemann und Ehefrau wurden, waren sie einfach begeistert von ihrer Zukunft. Sie träumten von einer großen, glücklichen Familie und legten fleißig Geld dafür beiseite. Ihr Erstgeborener erschien auf der Welt, aber leider lebte er aufgrund angeborener Probleme nur wenige Stunden. Nach zwei ähnlichen Verlusten entschied sich das Paar, das Risiko nicht mehr einzugehen. Stattdessen gründeten sie eine Katze namens Mitnicht, die ihrem Leben Freude bereitete. Doch plötzlich passierte ein Wunder, Benita erwartete wieder ein Kind. Trotz der Ängste hatten sie diesmal eine gesunde Tochter, die Stacy hieß. Das Haus war voller Freude und Glück, und die Mitnicht-Katze fand einen neuen Freund im Baby. Alles lief gut, bis fast eine Tragödie passierte. Als Stacy Probleme mit der Infektion hatte, wandte sich Benita an einen Arzt, aber ihr wurde gesagt, dass alles in Ordnung sei. Sie kehrte nach Hause zurück, wo Benitas Eltern auf sie warteten. Nachdem das Baby eingeschlafen war, ließ Benita sie zusammen mit Mitnicht in der Krippe zurück und schloss sich dem Familienessen an. Nach einer Weile lief die Katze plötzlich nach unten und begann sich seltsam zu verhalten, indem sie zur Herrin auf die Knie sprang und zurückkam. Aber niemand hat darauf geachtet. Zuvor hatten die Eltern ein Babyphone installiert, ein Gerät, mit dem sie hören können, wenn das Kind anfängt zu weinen. Plötzlich hörte man von diesem Gerät keine Kinderschreie, sondern verzweifelte Mitnicht miauen. Benita und Roy rannten sofort zu ihrer Tochter und stellten fest, dass sie ernsthafte Atemprobleme hatte. Zum Glück wurde ihre Tochter gerettet und bald aus dem Krankenhaus entlassen. Diese rettende Rolle spielte ihre Mitnicht-Katze, die es ihnen nicht erlaubte, den Moment zu verpassen, in dem Stacy dringend Hilfe brauchte. Ohne ihre Beharrlichkeit hätte die Geschichte viel tragischer enden können.